geht es hier denn? Uns verbindet etwas. Du willst dich den Nordleute verachtenden Loyalisten des Frankenreichs widersetzen. Ich will bezahlt werden. Ich sehe da keine Verbindung. Ich arbeite mit rebellischen Männern und Frauen im ganzen Land zusammen. Sie sind des Chaos durch Charles Herrschaft müde. Es sind nicht viele. Nur wenige sind so dumm, sich den gut ausgerüsteten Truppen der Loyalisten zu widersetzen. Du glaubst also nicht an ihre Sache? Nein, aber sie glauben daran. Und hier kommst du ins Spiel. Hilf ihnen und deine Mühe wird reichlich belohnt werden. Seltsam, dass du sie unterstützt, obwohl du ihre Ziele für unerreichbar hältst. Welch Monstrum wäre ich, zerschlüge ich die Hoffnung, an die sich ihre Herzen klammern. Zudem lockt eine große Ausbeute und nur ein Narr würde das ausschlagen. Na, was hast du vor? Was hast du? Beginnt es also. Viel Glück, Eivor. Wenn es nach Siegfried geht, wird es zum Winter keinen Franken mehr in diesen Hügeln geben. Ja, er hasst sie. Hast du gesehen? Sönin, leite mich. Mal hier! Wie hast du mich gefunden? Wo ist Toka? Sie vermutete dich hier. Gerade sucht sie Melidunum nach den vermissten Wachen ab.
Engel Wien ist mir entkommen, aber der Soldat sagte, dass er zu einer Kirche in der Nähe wollte. Komm, wir müssen durch die Armensiedlung. Ach, selbst hier kann ich die ganze Pisse noch riechen. Siegfried, ich muss verhindern, dass sich dieser Kampf nach Englerland ausweitet. Ich muss Charles treffen. Wozu? Man kann mit diesen Trällen nicht verhandeln. Hast du meinen toten Bruder Sinrig vergessen? Nein, und deswegen muss ich es versuchen. Darum bin ich im Frankenland. Wenn ich Engelwin töte, sollst du mir helfen, beim König vorzusprechen. Vernunft bringt bei dir nichts, Wolfsmal. Du bist so wild wie dein Namensgeber. Fließt das Blut heiliger Könige und Eroberer. Die Nordlinge mögen viele Kämpfer haben, doch wir haben Gott. Das ist Odo, Graf von Paris und rechte Hand des Königs. Er wirbt zweifellos Leute für sein Heer an. Unser Mut und unsere Ehre werden uns beistehen, auch im schwersten Kampf. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Selbstherrlich wie immer. Der gleich neben ihm ist Godzelin, Bischof von Paris und mächtiger Krieger für einen Franken. Diese beiden nehmen wir uns später vor. Du musst zu Engelwin gelangen und dafür musst du irgendwie in die Kirche. Die Antwort liegt in dem Gestank da unten. Das hilft mir nicht viel weiter. Wäre es leicht, hätte ich ihn längst selbst getötet. Du hast einen Vorteil. Du bist diesen Leuten fremd. Der Räuber Siegfried ist fast an unseren Toren. Und was will er? Was alle Nordlinge immer wollen. Blut und Silber, das eure und das meine. Mich kennen sie schon ziemlich gut. Jemand dort unten weiß etwas. Und diesen jemand musst du zum Sprechen bringen. Gibst du mir dein Wort, dass wir danach Charles aufsuchen? So ist es, aber beeil dich. Ich kann Melidunum nicht lang unbewacht lassen und dieser fränkische Gestank lässt mich würgen. Drei Wachen? Eine Beleidigung. Ich kümmere mich um sie. Du suchst Engelwin. Er versteckt sich in seiner Kirche. Wirst du hineinschleichen, einen von ihnen zur Mitarbeit verpflichten oder die Straßen mit Blut tränken? Wie du es tätest? Sie verdienen es. Doch du bist das Wolfsmal. Du brauchst meinen Rat nicht. Also, was wirst du tun? Ich finde meinen Weg. Sind schwer bewaffnet. Ich sollte hier aufpassen. Warum sind nicht ihr? Weil euch etwas dazu treibt.
Seelen ausbrennen. Geh zu deinem Altar. Die Deliverance, bevor es zu spät ist. Ich suche Bischof Engelwin. Weißt du, wo ich ihn finde? Wenn du für die Deliverance hier bist, musst du eine Weile warten. Mein Bruder wartet schon seit Stunden da oben. Was ist hinter dieser Tür, dass sie bewacht wird? Kein Durchgang. Nur wer die passende Robe trägt, darf hier eintreten. Geh zurück in den Hauptbereich der Kirche. Da scheint mir viel Geld, aber hinsehen sollen. Der Bischof und die Bellatoren dienen Gott. Die Wache sagte, man braucht eine Robe. Ich sollte mir eine suchen. Das kann nicht stimmen. Bischof Engelwin hat davon nichts gesagt. Warum? Bist du wegen der Deliverance hier? Ja, ich weiß nicht. Ich will Gott nahe sein. Aber diese Schreie kommen mir falsch vor. Findest du das richtig? Hast du dieses Ritual, die Deliverance mit Engelwin? Ja, er führt es allein durch. Ich bin als Nächster dran und ich glaube, das will ich nicht. Ich könnte deinen Platz einnehmen und Engelwin für dich treffen. Dann könntest du gehen. Sag mir, was ich tun muss. Du brauchst eine Robe. Ohne ihr spezielles Gewand lassen sie dich nicht hinein. Dann gehst du runter zum Gang und sprichst mit dem Priester. Gib mir deine Robe. Meine? Sie gab mir eine, aber ich zog sie nicht an. Ich habe sie hier irgendwo gelassen. Ich werde sie finden und deinen Platz einnehmen. Du solltest nun gehen, bevor sie dich rufen. Ja, du hast recht. Sobald ich mich beruhigt habe, gehe ich.
Das kann nicht stimmen. Bischof Engelwin hat davon nichts gesagt. Warum? Ist das das Gewand, das ich brauche? Schön gefertigt. Was ist hinter dieser Tür, dass sie bewacht wird? Kein Durchgang. Nur wer die passende Robe trägt, darf hier eintreten. Geh zurück in den Hauptbereich der Kirche. Nimm diesen Schlüssel, bereite dein Herz vor und wenn du soweit bist, durchschreite die Tür. Der Bischof erwartet dich. Willkommen, Reisender. Deine Augen sind bedeckt und doch siehst du mich. Gerechtigkeit und Unschuld sind beide blind und sehen doch umso klarer. Finde sie, erhelle den Weg und sieh die Schätze Gottes. Gott ist das Licht und in ihm ist kein Dunkel. Der Weg durch die Dunkelheit zu deiner Deliveranze ist klar, wird er von Gott erhellt. Ein Rätsel. Der Weg zur Deliveranze. Damit muss Engelwin gemeint sein. Das wäre eines. Die Nonne sprach von Lichtern. Es muss noch eines geben. Es wären zwei. Unschuld erhellen den Weg. Ohne sie sind wir blind. Nackt kamst du aus deiner Mutterleibe. Und nackt wirst du wieder dahin fahren. Tritt nun hier ein. Engelwin. So ist es. Die Verkleidung täuscht niemanden aus der Nähe. Ich sollte Abstand zu den Wachen wahren. Er hat einen Schlüssel und ein seltsames Siegel bei sich. Ich muss schnell einen Weg nach draußen finden, bevor er entdeckt wird. Plünderer abgeben. Ein eigenartiges Zeichen. Es muss etwas bedeuten.
Brief richtet sich an Charles und erzählt vom Angriff auf Milidonum. Er sollte heute Abend an ein Hurenhaus in der Taverne gehen. Der König muss also dort sein. Tagebücher. Er führte Krieg gegen seine eigenen Gedanken. No, ne staff her. Je suis bien. Été? Nun muss ich gehen. Auf bald. Jesus vous salue jusqu'à sa revêt. Wirtin, ich sehne mich nach etwas Gesellschaft. Nordling, wenn ich mir dich so ansehe, glaube ich, dass du diesen Drang häufig verspürst. Und zu jeder anderen Zeit würde ich dir gerne helfen. Warum nicht jetzt? Wir haben geschlossen. Für einen besonderen Gast. Du verstehst. Du wirst dein Glück hier bei den Laien versuchen müssen. Ist irgendein Gast es wirklich wert, ehrliche Kundschaft abzuweisen? Eine vernünftige Frage, die ich aus Liebe zu meinem Kopf nicht beantworten kann. Was wiederum in sich auch schon eine Antwort ist. Ich würde gerne deine Meinung ändern. Wenn du dich so sehr sehnst, könntest du versuchen, mit der Wache zu sprechen. Am Fuße der Treppe. Womöglich hilft etwas Silber. Weißt du, das könnte sein. Du kannst keinesfalls durch die Vordertür.
Aber wie so oft in Paris gibt es einen anderen Weg. Sprich weiter. Vielleicht möchtest du dir mal den großen Baum vor der Tür ansehen. Das hast du allerdings nicht von mir. Ich danke. Zugang, wohin er wohl führt. Und nun zum König. Mutter und Geliebte, wie ich dich bin. Gibt es dich wirklich? Was bist du? Noch ein Teufel? Ich bin kein Feind, noch nicht. Ich bin Eivor vom Rabenclan in Englerland. Fleisch und Blut. Ein Nordling, wie es aussieht. Warum störst du mich? Wo ist meine Wache? Deine Wache wird nicht kommen. Dein Bischof wird sich uns auch nicht anschließen. Engelwin, du hast mir einen Dienst erwiesen, wenn auch unbewusst. Dieser Bischof war mir ein unheiliger Dorn im Auge. Was ist dein Begehr? Deine Soldaten greifen Dörfer der Nordleute an. Jeden Tag mehr. Du führst Krieg gegen uns. Völlig grundlos. Grundlos? Dies ist mein Land. Ein Königreich von Gottes Gnaden. Ihr seid Eindringlinge. Teufel. Eine Geißel, die ich ausmerzen muss. Gott persönlich ist mein Grund. Kriege sind unsicher, gefährlich. Oft beginnen sie an einem Ort, nur um unglücklicherweise an einem anderen zu enden. Krieg ist Krieg. Aber du meinst Englerland. Oh ja, ich verstehe dich, Diable. Du kommst, deinen eigenen Hals zu retten. Ich komme, um eine Einigung zu erzielen, die viele Hälse rettet. Vielleicht auch den deinen. Ihr fallt mordend in ein anderes Land ein und du glaubst, mich mit Worten davon abzubringen, euch wieder zu vertreiben? Ich bin ein König. Du, ein gottloser Eindringling. Wer bist du, mit mir zu verhandeln? Ich bin der, der dich bereits hätte töten können. Und doch lebst du noch. Vielleicht ist es ein Glücksfall. Was meinst du? Könnte es gelingen?
Durchaus möglich. Es gibt etwas, das ich benötige. Wenn du dies erwirkst, werde ich deinem Vorschlag offener gegenüberstehen. Eine Abmachung in einer Abmachung. Wie überaus königlich. Worum geht es? Meine Königin, Richardis wurde entführt. Ich will sie zurück. Ich nehme an, ich muss sie erst finden. Meine Spione berichten, dass die Täter zu einer Fraktion Eiferer innerhalb der Kirche gehören. Mehr weiß ich nicht. Du scheinst ob ihrer Abwesenheit nicht sonderlich besorgt. Für Könige ist die Ehe oft mehr eine Frage der Politik und weniger des Herzens. Zudem bezweifle ich, dass sie in Gefahr ist. Doch sei versichert, dass ich sie unbeschadet zurückhaben will. Und im Gegenzug wirst du Englerland in Frieden lassen. Frieden? Ein seltsames Wort aus dem Munde eines Eindringlings. Doch erneut erlaubst du dir zu viel. Erledige das. Und du hast dir einen Platz am Verhandlungstisch gesichert. Mehr nicht. Wenn wir uns wiedersehen, dann mit deiner Königin. Und wir besprechen deine Pläne für Englerland. Wie du es sagst, Diable. Gott wird dafür Sorge tragen. Und nun entschuldige mich. Das ist nicht richtig. Sie haben unsere Brüder entehrt. Siegfried wird die Franken dafür zur Rechenschaft ziehen. Wolfsmal, du warst zu lange fort. Wir hatten Schwierigkeiten. Engelwin ist tot. Doch gibt es eine Gemütskrankheit bei diesen Franken, die ich nicht verstehe. Sehr gut. Es ist, wie ich dir sagte. Verstehst du nun, warum es sinnlos ist, mit ihnen zu verhandeln? Und doch muss es sein. Er trug etwas bei sich, das mich zu ihrem König führte. Charles und ich haben den Keimling einer Absprache. Du trafst dich mit ihrem König! Macht dich das nun zu meinem Feind? Tucker konnte mir niemanden bringen außer dir. Und nun widersetzt du dich? Ich sagte dir, weswegen ich hergekommen bin. Du bist nicht mein Jarl, Siegfried. Ich bedarf nicht deiner Erlaubnis. Pass auf, was du sagst, Wolfsmal. Dies ist mein Clan. Während du fort warst, um zu verhandeln, wurden wir angegriffen. Warum? Was ist geschehen? Du wirst sehen, womit du so eifrig Frieden schließen willst. Toka zeigt es dir. Ich muss unsere Rache vorbereiten. Komm mit, Wolfsmal. Du erinnerst dich an unsere vermissten Wachen? Während Siegfried und du Engelwin verfolgtet, habe ich nach ihnen gesucht. Doch sie waren fort. Nach diesem zweiten Angriff fanden wir sie. Was meinst du? Wo waren sie? Kommen sie selbst. Sie. Diese Wunden stammen weder von einem Schwert noch von Tieren. Die Franken. Du sagtest selbst, dass mit ihrem Gemüt etwas nicht stimmt. Was sie tun, ist bar jeder Ehre. Das waren meine Freunde. Ich habe so etwas schon gesehen. Leute verschwinden. Und wenn sie zurückkehren, sind sie nicht mehr dieselben. Tut
Ahsoka, ich brauche deine Hilfe. Charles trug mir auf, seine Königin zu finden. Schaffe ich das, könnte ich Inglerland vor so etwas schützen. Die Königin war gestern in Ebrokas, in der Begleitung von Priestern. Dort wirst du sie finden. Glaubt ihr, ich täte nichts als Wein trinken und mich mit stattlichen Männern und schönen Frauen vergnügen? Ich habe Augen im ganzen Frankenreich, sie sehen viele Dinge. Und um einige davon muss ich mich nun kümmern. Wenn du einen Moment hast, komm bitte zu mir, Eivor. Ich habe Arbeit für dich. Siegfried hat recht, Wolfsmal. Selbst mit dem Beweis der fränkischen Feigheit direkt vor den Augen willst du noch mit ihm verhandeln. Ich wende mich nicht gegen meinen Onkel. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Das verstehe ich. Deine Pflicht gilt deinem eigenen Clan, doch meine dem meinen. Deswegen bin ich hier. Ich gehe allein nach Ebrokas. Wenn du dort fertig bist, komm zu unserem Vorposten westlich von Paris. Wir haben eine Belagerung vorzubereiten. Charles Heer von England fernzuhalten, muss ich seine Königin finden. Sie wurde mit Priestern bei Ebrokas gesehen. Dort muss ich also hin.